Grüß Gott, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Lucky Race, da es hier ein fettes neues Update gab und ich bin mal gespannt, was es da so neu ist. Viel Spaß! Here we go! In der Message of the Day von heute, das heißt Dienstag, stand ja drin, dass es über 70 neue Jobs in Lucky Race gibt und ich finde, dass das eine sehr notwendige Änderung war, weil es da ja im Gegensatz zur normalen Lucky Blocks Mod, also der echten, irgendwie bloß so 20 Jobs gibt, falls hochkommt. Ich weiß ja persönlich selbst nicht, wie viel es gab. Oh, ich glaube, hier ist es. Haben wir schon mal ein neues Ding? Okay, ein Schwein droppt Kürbisse. Muss ich das verstehen? Ich hoffe nicht. Und ja, das fand ich bei Lucky Race, wie gesagt, immer schon ein bisschen störend, dass es da so gut wie kaum verschiedene Jobs gibt. Also, man hatte schnell mal alle durch. Und ich hoffe, dass hier diese Änderung. Oh, cool, die gibt es also auch noch, die heißt nur jetzt anders. Nice. Und ich hoffe, dass die Änderung ein bisschen markanter wird als die über 50 neuen Module bei... Bäh, geh weg. Okay, der hatte zum Glück eh nichts Wichtiges gejobbt. Als die 50 neuen Module, wie gesagt, bei Jump League, weil ich da bis jetzt nur maximal 10 gesehen habe. Was ist denn das hier? Okay, muss ich das verstehen? Ich hoffe auch nicht. So, wir kommen hier eigentlich jetzt schon mal ganz gut durch das Jump and Run. Bis jetzt hatten wir überhaupt schon einen Jump Fail. Ich weiß nicht, ich habe ja gerade die Anzeige von der Lady Mod nicht drin und ich weiß auch nicht wirklich, ob es auch bei dem Bank Server funktioniert. Bei Jump League funktioniert es ja. LOL! Funktionieren die genauso wie die bei der Astral Lucky Block Mod? Warte, das probiere ich dann im Deathmatch aus. Dafür mache ich da jetzt keinen Verschwenden. Schon wieder diese blöde Wolke, Mann. Ey, ich persönlich liebe ja die Astral Lucky Blocks. Die sind so immer so abwechslungsreich. Ah, und dieses Ding hier lenkt mich immer richtig krass ab, weil ich das irgendwie nicht verstehe. Okay, gut. Ach, dieses Modul hier mit den Leitern, aber das dürfte kein großes Problem sein. Mit Leitern kenne ich mich ja mittlerweile durch Jump League gut aus. Ja, voll. So mag ich das. Gut, wir sind ziemlich weit vorne. Das freut mich natürlich. Oh! Ein paar Dios Mios. Das finde ich... Was ist denn das hier? Oh, eine Evil Potion mit Wither und Vergiftung. Boah, die zieht dann schon mal ordentlich. Hoffe ich mal. Warte mal. Droppst du irgendwas Cooles? Oh, ein paar Pfeile sind immer ganz gut für ein Bogen, falls man einen bekommt. Ach, wieder diese dumme Wolke, warte. Okay, gut, das waren bloß Knochen. Gut zu wissen. Nicht, dass das irgendwie noch so ein OP-Stick war mit irgendwie Schärfe 10 oder sowas. Ich weiß es ja nicht, was hier alles so neu ist. Über 70 neue Jobs, da verliert man schnell mal den Überblick. Nein! Hör mal, sag bloß, das war mein erster Jump-Fail. Oh! Okay, gut, ein normales Tierschwert ist aber auch schon mal ganz gut. Ja, da vorhin schon mal eine Runde gespielt und da habe ich so ein cooles Gladiatorschwert bekommen, das stärker war wie ein normales Tierschwert. Also, wie gesagt, das war ein Eisenschwert mit Schärfe 1 und das hat einem noch ein Bonusherz gegeben. Ich hoffe, dass ich das hier auch nochmal bekomme. Oh, ho, ho, ho. Wir können uns auf alle Fälle schon mal Full Tier craften. Okay, unnötig, unnötig, unnötig braucht man nicht. Okay, normale Lucky Boots. Gut. Oh, 500 Coins. Das ist ja jetzt auch neu, dass man einfach so Coins bekommen kann. Okay, das ist schon mal ganz interessant. Kann ich hier verzaubern? Komm, scheiß drauf. Okay, gut. Ein Schärfe 1 Schwert. Zieht dann schon mal ordentlich, falls kein anderer irgendwie ein Lucky Sword oder sowas bekommen hat. Und ja, da vorne ist schon mal das Ziel. Geil. Hey, das ging jetzt mega flott. Soviel zum Thema mega flott, aber wir sind, wow, lol, sind wir weit vorne. Also, ich mag ja jetzt keinen irgendwie so, beleidigen, aber kann es sein, dass wir hier in eine Runde reingekommen sind, ohne einen besonders krassen, weil ja eigentlich praktisch in jeder Runde mindestens ein Typ drin ist, der mega krass im Jump'n'Run ist. Naja, ich hoffe mal, dass das dann... Okay. Jetzt ist die Frage, nehmen wir unser selbstverzaubertes Tierschwert oder das Lucky Sword? Oh, noch ein extra Herz for free. Nice. Und ist das hier das Gladiatorschwert? Nee, das ist bloß ein
Ganz normales. Okay, dann müssten wir schon mal ganz schnell aus. Die Evil Potion packen wir auf die 5. Das ist Scrap. Das ist Scrap. Den behalten wir mal. Oh, was ist denn das hier? Mit? Poopstick? Hä, woher habe ich den bekommen? Hä? Okay, damit mache ich mal auf alle Fälle mal zuschlagen und dann gehen wir mal genüsslich ins Ziel und hoffen mal das Beste im Deathmatch. So, let's go. Oh, das ist, glaube ich, einer der klassischsten Maps hier und jetzt mache ich echt mal... Nein, bitte werde nicht so stark zurückgepackt, danke. Mal den Explosionsstern ausprobieren. Oh! Cool. Okay, das ist schon mal echt interessant. Ich glaube, ich mische mich mal hier ein bisschen ein. Mag zwar jetzt nicht so gern abstauben, aber ich mag hier auch mal ein bisschen Action reinbringen. Ah, wieso treffe ich den Typen nicht? So. Okay, der hat mir fast gar kein Damage gemacht. Boom! Die sind witzig. Also, hä? Warte, habe ich die jetzt durch den Explosionsstern getötet oder haben die sich gerade gegenseitig erschlagen? Das werden wir wohl nie erfahren. Okay. Okay, kann es sein, dass wir mega OP ausgerüstet sind? Oder haben halt alle anderen... Kein besonders krassen Stuff. Ne. Dachtest du dir wohl so, ne? Ich muss noch ein bisschen lernen, mit denen umzugehen. Hey! Wo ist mein extra Herz? Ich hatte doch noch safe ein extra Herz. Das verstehe ich gerade nicht. Aber was ich verstehe ist, dass wir den jetzt mal ganz easy weggeklopft haben. Oh, wir... Hä? Warte. Hä? Okay, wieso ist der umbenannt in violetter Farbstoff? Auf alle Fälle... Hoppala. Hoppala, da habe ich ganz kurz mal nicht aufgepasst. Aber wird auch kein großes Problem für uns. Wir haben ja so ein gutes Equip. Jetzt mache ich mal diesen Poopstick da ausprobieren. Ah ja, der kriegt doch Damage. Das habe ich immer vor dem Update nicht verstanden mit dem komischen Giftdolch da, weil ich glaube, dass der nicht besonders gut funktioniert hat. Das war mir nämlich immer ein Rätsel, wie man den einsetzt. Okay. Da war wenigstens eine gute Oh Gott! Das ist ja immer so. In meinem Zimmer, wenn ich eine Kiste aufmache, da hupft es auch alles immer so raus. Ui! Lol, Lag. Okay. Aber er gab mir keine Lag-Hits. Ich verstehe gerade die Rune nicht. Ich glaube, das sage ich immer, wenn ich immer alle recht gut wegklatsche. Okay. Entschuldigung. Der hatte kurz einen Frosch im Hals, weil schon so viel Lava. Ah, da war noch ein guter Helm. Also, okay, gut. Warte. Verleiht seinem Träger mehr Geschick in der Verteidigung. Okay, gut. Gut zu wissen. Hi. Hallo. Magst du eine Potion haben? Hier. Oh, lol. Okay. Komm, ich schenke sie dir. Oh! Richtig in his face, Junge. Lol. Junge, fuck mich nicht ab. Frag mich nicht ab, please. Danke sehr. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Oh, noch eine Feuerblume. Cool. Ich glaube, die hat der mich vorher immer abgefuckt. Zack, zack. Nix Gutes drin. Jung! Jung! Junge! Ich töte jetzt mit der Streitaxt der Stärke. Okay, danke. Gut. GG. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Runde war irgendwie ziemlich seltsam. Die anderen hatten gar keine Chance gegen mich, aber... Meine Güte, was soll man machen, wenn ich der Einzige war, der in der Nähe vom Ziel war? Okay, einer. Einer, muss ich sagen, der war noch im... Sie. Lol, ich bin unsichtbar. Okay, gut zu wissen. Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, bis zum nächsten Mal.